Ja, die Nacht im Heller, das ist eigentlich noch ein schöner Abschluss dieser Weinstraßenwochen. Die Produzenten, die Mitglieder bei der Südtiroler Weinstraße sind, machen seit 3 Jahren, glaube ich, machen heute zum 4. Mal gemeinsam diese Veranstaltung. Alle Kellereien, die dabei sind, machen hier etwas Besonderes, sind verbunden durch einen Shuttle-Dienst, also man kann zwischen den Betrieben pendeln, die Leute können beim einen Betrieb vielleicht ein Aperitif nehmen, beim nächsten können sie Musik hören. Und jeder Betrieb hat sich bemüht, irgendetwas Besonderes zu veranstalten. Und gemeinsam möchten wir auf diese Art und Weise diese Weinstraßenwochen abschließen, aber auch zum gründenden Höhepunkt werden lassen. Entschuldigung, dass ich vergessen habe. Ja. Und bitte jetzt Andreas Mayer, Trinkhoff, als Hauptsponsor, um seine Ausführungen. Also ich jetzt mal sagen, Hofer, Haas, dieser Vorrede, sind geschätzte Vertreter der Medien. Ich begrüße Sie im Namen der Südtiroler Raiffeisenkassen. Sie waren im vorigen Jahr, unterstützen Sie auch heuer, die 4. Auflage der Südtiroler Weinstraßenwoche, sowie wir auch schon seit Jahren Sponsor der Bozener Weinkost sind. Warum ein Verbund von Genossenschaftsbanken eine Veranstaltung im Südtiroler Weinstraßenwoche unterstützt, hat gute Gründe. 3/4 eines jeden der Südtiroler Weingenossenschaften produzieren. 17 Kellereigenossenschaften gibt es, alle Mitglieder im Raiffeisenverband. Die Kellereigenossenschaften produzieren 70% des Südtiroler Weins und sichern somit das Einkommen von ca. 3.700 Familien. Als Sponsoren begrüßen wir das auch sehr und Landesrat Berger hat das auch schon angesprochen, diese enge Zusammenarbeit, diese Symbiose, die es der Weinwirtschaft und dem Tourismus mit der Gastronomie, aber auch dies bringt mit Sicherheit zusätzliche Anreize und Entwicklung und schafft letztendlich ein positives und was sehr wichtig ist, nicht nachahmbares Bild beim Verbraucher oder der Südtiroler Wein. Der Verbraucher heutzutage ja Qualität vor allem mit Genuss, mit Emotionen und mit positiven Erlebnissen verbindet. Nach meiner ersten Erfahrung im Vorjahr mit dem Südtiroler Weinstraßenwochen, mit dieser positiven Erfahrung bin ich heute überzeugt, dass diese Weinstraßen doch wiederum ein Erfolg werden. Und im Sinne dieser meiner festen Überzeugung wünsche ich euch, liebe Organisatoren, liebe Ulrike, viel Erfolg und gutes Gelingen.